Berechnen Sie Integral von 1 bis e von 4 durch x minus 2 x dx. So, da brauchen wir eine Stammfunktion. Eine Stammfunktion bitte, zweite Reihe. Nein, nach zweite Reihe bitte, Stammfunktion. Von 4 durch x. 4 mal ln geplagt von x. So, also Sie wissen, wenn Sie ln x, da müssen Sie aufpassen, also hier dürfen Sie keine Potenzregel anwenden. Warum nicht? Letzte Reihe. Weil das ja 4 mal x hoch minus 1 ist, dann ist die Potenz minus 1 und das geht halt. So ist es. Und wenn ich da jetzt, ich schreibe das mit Rot. Rot heißt, im Abi dürfen Sie doch nicht schreiben. Wenn Sie Stammfunktion von 4x hoch minus 1 machen, dann wäre das 4x hoch 0 durch 0. Und das geht nicht. Ja? Das geht nicht. Das heißt, die Potenzregel gilt nur für n ungleich minus 1. So ist es. Bei Exponenten ungleich minus 1. Ja? Völlig richtig. Und das müssen Sie wissen. Und ich kann Ihnen gleich sagen, so eine ähnliche Aufgabe war im Abitur dran. Vielleicht war es auch die. Das war furchtbar, die Leute haben reihenweise sowas hingeschrieben. Und dann hat mir das Oberschulamt, weil ich habe mit denen diskutiert, hat gesagt, wenn man sowas schreibt, sorry, dann kriegt man 0 Punkte, Ende der Fahnenstange. Das heißt, wenn Sie das bei der Aufgabe so hingeschrieben hätten, dann gleich 0 Punkte gekriegt bei denen. Das müssen Sie wissen, ja? Ja, dann übersetzt. Da machen wir erstmal also das hier, nur als zum Verständnis, hier muss das stehen. Jetzt, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Zweite Reihe. Minus x. Ja, und dann haben Sie ja noch mehr gesagt. So, ja, Sie haben dann plus c hingemacht und muss man das plus c hinschreiben? Nee, weil das sind Sie. Gut, aber jetzt, wir schreiben es einfach mal hin. Wir tun so, als wüssten es wir nicht. Ja, wir sind uns nicht sicher, ob man das c hinschreibt, also schreiben wir das hin. Schreiben wir das plus c hin und dann schreiben wir die Grenzen hin. Die, zwischen welchen Grenzen ist das? Letzte Reihe. 1 zu n. Jawohl, so, und jetzt setzen Sie das ein, das hier gibt es wie gesagt nicht, jetzt setzen wir es ein, ja bitte. 4 ln e minus e Quadrat minus 4 ln. Da steht noch ein plus c, ich habe ja gesagt, wir schreiben jetzt extra das plus c hin, weil wir uns gerade nicht mehr sicher waren, ob man hier das c schreiben muss oder nicht, ja? Und dann minus 4 ln 1 minus 1 Quadrat. So, welche Fehler habe ich gemacht? Die Klammer. Ja, bitte? Ja, die Klammer vergessen. So ist es. Also bitte hier die Klammer nicht vergessen, da drum zu machen. So, jetzt tun wir das alles auflösen. Was ist ln e? Letzte Reihe. 1. Jawohl, also steht da 4 mal 1 minus e Quadrat plus c. Und dann lösen wir die Klammer hier auf. Was ist ln 1? Ganz wichtig, ganz außen. Das müssen Sie bitte wissen. Was denken Sie, was da für Antworten im Pflichtteilnehmer bekommen? Das hier ist 0, ist richtig. Also minus. Und jetzt steht hier minus 1, minus, minus 1 zum Quadrat. Was wird das? Ja, bitte. So, dann steht hier minus plus c. Letzte Reihe. Nicht sauber ausgedrückt, ja? Also jetzt ein minus c. So ist es. Da steht ein minus c. So, und wir sehen jetzt, wenn wir es mit dem c rechnen, dann hebt sich an der Stelle das c weg. Was bedeutet das? Wenn ich mir nicht sicher bin, ob das c stehen muss oder nicht, was mache ich dann? So ist es. Es wird sich schon wegheben, wenn ich es nicht brauche. Ja? Ja, aber wenn ich die Grenzen habe, muss ich dann kein c schreiben eigentlich. So ist es. Das ist hier unnötig und das sieht man, weil es hier wegfällt. Es ist nur die Frage aufgekommen. Muss man C schreiben oder ich bin mir nicht sicher, was tue ich? Und ich bin mir nicht sicher, was tue ich, heißt C schreiben. Fertig. Ja? Gut. Weil man sieht an der Stelle, dass wegfällt. So, was kommt jetzt hier am Ende raus? Ja, bitte. 5 minus E Quadrat. So, und bitte beachten Sie, diese Zahl ist tatsächlich kleiner als 0. Das heißt, das Integral, die Fläche, die das Integral beschreibt, ist negativ orientiert.